Willkommen zu einem neuen Video und es ist wieder Zeit, dass wir wieder radieren, zeichnen, durchleuchten und verschieben. Da ich mich im letzten Video ein bisschen darüber aufgeregt habe, dass wir teilweise schon relativ starkes Bodyshaming betrieben wird. Ja, komm mit dir aufs Laufband und das löst alle Probleme. Auf einmal bist du schlank, Mann. Das bedeutet, dass Leute, die zu schlank oder ein bisschen mehr drauf haben, schon ein bisschen diskriminiert worden sind in dem Game. Bin ich gespannt, was uns jetzt die nächsten Levels erwartet, Leute. Und denkt dran, es ist Sommer. Der Algorithmus ist gnadenlos. Lasst viele Daumen nach oben da und schreibt in die Kommentare Hashtag Semmelbrösel. Und noch eine weitere Botschaft, Leute. Folgt mir gerne auf Instagram, da heiße ich noch saftiges Gnu. Abonniert mich, folgt mir dort. Dort kriegt ihr immer alles mit. Da poste ich relativ viel, deswegen da muss noch mehr kommen. Vielleicht knacken wir ja bald die 300k. Heute wieder die unfassbar tolle Füllung übrigens von Radiergummi und Bleistift. So, hinter dem Dress. Ich kann mich an sie erinnern, wir hatten sie schon in den letzten Videos. Ich muss wieder irgendwie das Kleid wegradieren. Wie sollte es sonst sein? Oh, es ist kein Radiergummi-Sound. Der arme Cutter muss alles hinzufügen. Sie hat übrigens einen Keuschheitsgürtel an. Was ist ein Keuschheitsgürtel? Den darf der Mann in der Hochzeitsnacht mit einem Schlüssel öffnen. Viel Spaß, wenn du irgendwie mal spontan Durchfall hast und der Schlüssel nicht in der Nähe ist. Warm up! Oh, ihr ist zu kalt. Oh, warum geht es? Es bringt doch gar nichts. Okay, ich muss wahrscheinlich das hier machen. Oh ja, jetzt passt's. Aber schwitzt sie dann nicht? Ja, genau, das passt sie an. Aber wieso, macht doch gar keinen Sinn. Ach, egal. Es ist nach 12 Uhr. Jetzt schminken wir dich ab, meine Liebe. Genau, Leute. Was vor 2 Uhr passiert, ist egal. Brain Love. Okay, was ist da drin? Oh. Warum? Warum? Es begibt keinen Sinn. Iron Flower. Okay, Eisenblume. Okay, was meinen die wohl? Oh, deswegen. Oh, hallo. Und dein kleiner Fuß, der kleine Schweinefuß so aufgestellt. Das machen doch immer die Insta-Girls. Stellen immer so ihren kleinen Haxen so auf. Achtet mal übrigens drauf, bei ganz vielen Instagrammerinnen auf die Füße. Don't be afraid. Okay, was ist wohl in der Höhle? In der Höhle des Bösen. Oh, es ist natürlich mal wieder eine heiße Frau, die sich in einer Höhle in einem Pool befindet. Das ergibt keinen Sinn. Warum sollte sie das in einer Höhle tun? Weil man sich heutzutage als Frau nicht mehr raustrauen kann, deswegen. Ninjutsu! Okay. Genau, das fliegt bestimmt auch. Behind, also hinter den Blättern. Oh ja, genau. Oh Mann. Wenn es doch nur so wäre, da würde ich Männer nur noch auf Palmen sehen. Magic Trick! Lasst mich raten. Aus dem Bunny wird jetzt ein heißer Hase. Bestimmt in so einem schwarzen, kurzen Badeanzug. Oberteil? Lasst mich sehen. Oh, wer hätte es gedacht? Ich habe sogar noch recht. Oh mein Gott. Genauso wie ich es beschrieben habe. Wetten, das ist eine heiße Frau auf dem Stick. Oh, wer hätte das gedacht? Wir müssen wieder unseren netten grünen Freund einsetzen. Mein Gott, er hat die viel Milch drin. Warum wappelt es denn so? Office Lady. Kann ich jetzt ihren Hintern scannen? Ich würde so lachen. Geht das? Können Sie Ihren Hintern scannen? Okay. Oh, der Rock ist aber ziemlich kurz, ne? Da wird sich dein Chef aber freuen. Das ist wirklich sehr, sehr kurz. Oh, ich muss wieder nach unten greifen. Oh, Bauchtanzen. Da bin ich ja voll mit dabei. Okay, ich glaube, sie braucht einen... Was braucht eine Bauchtanz? Ach so, ihr fehlt ein Stück. Ist mir gar nicht aufgefallen, weil es gibt tatsächlich Bauchtanzkostüme, die sind so nackig. Ich habe jetzt gedacht, sie braucht auf jeden Fall einen Schleier oder sowas. Aber tatsächlich, ja, Schultern sind schön runtergepresst, das ist schon mal sehr korrekt. Es gibt tatsächlich Outfits, die sind dann halt so. Ja, oder so. Ich weiß das, weil ich tanze seit vielen Jahren. Bauchtanz. Oh, ja, genau so sieht Football aus. Das muss ich da... Ach so, okay. Es akzeptiert es trotzdem einfach. Warum spielt sie Fußball ohne Schuhe? Oh mein Gott, sie hat einen Riss in ihrem dicken Hintern. Holy shit, was ist denn... Der Hintern ist ja größer als der vom Pferd. Oh ja, das gefällt ihr, ne? Oh mein Gott. Look at that Knudi. Vor allem, was für ein Abstand zwischen den Beinen. Remove discomfort. Oh mein Gott, ich soll ihre Hose entfernen. Ach so, das sind... Ach, die ist in einen Kaktus, hat die sich reingesetzt. Oh Mann, Mädel, ey. Wie kann man eigentlich sein Ass so verrenken? Save her! Oh, natürlich, meine Liebe. Oh, schade, mehr kann ich nicht wegmachen. Oh yeah, girl. Don't block my view. Ja, so sitzen Gamer-Girls immer auf ihrem Sessel. Oh, natürlich, so kannst du ja viel besser sitzen jetzt, meine Liebe. Habe ich recht?
Mit seinen kleinen Stänkeln. Die kleinen Schweinefüßchen. Oh, so dirty. Oh mein Gott, was ist das eigentlich für... Was hat die denn eigentlich für eine Chest? Ach, du kleines Drecksschweinchen, hast du gekleckert? Oh, meine Güte, so dirty, so schmutzig. Oh mein Gott, ist das schlecht. Ich habe echt Lust, ihr die Schultern richtig einzurenken. Beauty. Ja, aber was soll denn das? Ach, jetzt ist die erste Beauty, wenn ich ihr die Dinger da wegmache. Was für ein unnötiges, blödes Level. Masterpiece. Oh mein Gott, ist nicht euer Ernst. Oh Gott. Melt the cheese. Bring den Käse zum Schmelzen, damit wir hinterher... Oh Gott, einen Blick auf diese eingeölten Schenkel haben können. Auf den Schinken. Angry Boss. Was, schon wieder Angry Boss? Ich glaube, das ist falsch. Das muss wahrscheinlich einfach nur das Wasser säubern. Oh yeah. Astroneer. Oh Gott. Rein in deinen schönen Anzug, ey. Deadline. Okay, die Deadline. Oh mein Gott. Ja, das kenne ich. Oh Gott, Leute, ich kann es dir nur sagen, beim Studium Bachelor ging, Master war wirklich so 2 Wochen vor der Abgabe und ich habe 5 Monate dran gearbeitet, hat sich das Programm geupdatet und eine Applikation, Funktion, die ich gebraucht habe, hat nicht mehr funktioniert und dann musste ich irgendwie dieses Programm wieder auf das alte zurück resetten und das war ein Stress. Ich habe es geschafft, aber ich fühle das gerade sehr. Oh, hinter dem Buch. Natürlich liegt da eine Katze drauf. So habe ich auch immer gelernt. Where's the turkey? Wo ist der Truthahn? Da! Warum? Warum ändern sich die Klamotten dadurch? Why? Außerdem ist hier gar kein Platz für einen Darm und einen Magen. Officer Girl. Die Finger. Officer Girl. Oh, hallo. Was ist drin? Ich wäre eine heiße Frau natürlich. Wer sollte es sonst sein? Wie man mit einer Frau flirtet. Oh, es ist gemein, weil Geld drin ist. Ja, und das macht sie glücklich, genau. Oh Gott, diese Klischees tun mir so weh. Als ob jede Frau es auf Geld abgesehen hat. Beautiful hair. Achso, ich muss sie lang machen. Ja, natürlich. Hier, bitteschön. Oh, da passt sich gleich alles an. Seduction. Muss ich ihn jetzt... Oh nein. Seduction heißt doch verführen. Oh nein, ist doch nicht dein Ernst, oder? Oh Gott. Oh mein Gott. Nein, es darf dir nicht gefallen. Das ist einfach nur widerlich. Is this a real girl? Das werden wir gleich sehen. Oh, geil. Das ist wie wenn du dich mit jemanden auf Tinder triffst und der sieht dann komplett anders aus. Etwas ist falsch. Oh, lass mich überlegen. Sie hat 100 pro Ballons hier drin. Ja. Wer hätte es denn denken können? Meine Güte. Mädchen, komm mal drauf klar. Looking in. Warum arbeiten die alle immer nur im Bikini und in Unterwäsche, Mann? Her lover. Oh, Cleopatra. Ja, genau so ist es. Soll es Caesar sein? Was denkt er sich? Rette sie! Rette sie! Natürlich musste das T-Shirt jetzt wieder durchsichtig sein. Ey, es ist echt geil, ne? Also, jede Frau ist halbnackt angezogen. Arbeitet nur im Bikini und Unterwäsche. Die Männer sind immer notgeil. Die Frauen wollen immer nur Geld. Ist das das Klischee? Ist das, was Männer oder die Entwickler von einem denken? Dass man als Frau nur attraktiv ist, wenn man sich die Haxe rasiert? Was ist das? Ah, okay, Telefonschnur. Achso, oder, ja, aber es hat auch keine Telefonschnur. Also wird es eh nicht funktionieren. Was ist denn das? Was ist, was versteckt? Der Wetten in dem Spind ist wieder irgendwie, ja. Ist das überhaupt noch was man verstecken muss? Was ist inside? Warum? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Find the wife. Oh nein, jetzt sieht er wieder was ganz anderes. So gemein, hat sie sich wieder schön gesoffen. Oh, das ist so gemein. Find the glass. Oh je, Mine, ich will es gar nicht finden. Oh mein Gott, was? Wie kann das funktionieren? Who is she? Oh Gott, er wird doch nicht... Er wird doch nicht ernsthaft an ihren Hintern fassen, oder? Wird er das ernsthaft tun? Das wäre ja sowas von dreist. Ah, ein Kopf. Oh ja. Warum zieht er sich dann trotzdem aus? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Aus dem Grund fahre ich keine Bahn mehr. Sign in here. Okay, kann ich da das GNU reinschreiben?
Wie witzig. So, Leute, und mit diesem Level beenden wir das heutige Video. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ganz viel Daumen nach oben da und schreibt mir vielleicht weitere Games, die in die Richtung gehen, in die Kommentare oder eines, welches ich mal spielen soll. Ich habe eine lange Liste, die arbeite ich jetzt langsam ab. Und Hashtag Semmelbrösel, ja, oder sonstiges. Hashtag Brezel, Hashtag Croissants. Es ist egal, schreibt irgendwas rein. Danke für alles und wir sehen uns. Und jetzt raus!